Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück. Auch heute fahren in den Abend- und Nachtstunden Militärkonvois entlang der Route Haidu-Hadas, der Hauptstraße 4, der Straße 354, der M35, M3, M31, M0 und M1. Aufgrund eines großen Manövers wird auch die technische Ausrüstung des 12. Arabona Luftabwehrregimentes auf der Route transportiert, daher muss sogar teilweise mit Straßensperrungen gerechnet werden. Ab dem 5. August wird Volanbus in der Tokai-Region neue Buslinien, sogenannte Tokai-Busse, einführen, die gleichzeitig auch den Zügen angepasst werden. Auch MAF Start hat sich an der Entwicklung von Buslinien für den Tourismus in der Tokai-Weinregion, einem Weltkulturerbe, beteiligt. Diese neuen Busse werden den Weintourismus vereinfachen und den Zugang zu verschiedenen Weinbergen und Weingütern erleichtern, so hieß es gestern bei einer Pressekonferenz. Die Polizei lieferte sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd in Budapest. Der Flüchtende, ein gesuchter Dieb. Nachdem die Polizei den Flüchtenden vorerst verloren hatten, wurde der Dieb 2 Tage später gefasst und hat nun noch eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr zu verantworten. Außenminister Peter Szijjártó traf in New York mit Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation, zusammen, um die Atomenergiefrage zu erörtern. Szijjártó schrieb auf seiner Facebook-Seite, es liege eindeutig im Interesse Ungarns, einen fairen Umgang mit der Kernenergie zu finden, damit diese nicht negativ diskriminiert werde und gleichzeitig nicht Opfer politischer Streitigkeiten und kriegsbedingter Krisen werde. Neben dem Treffen mit Politikern und Wirtschaftsvertretern ist der ungarische Außenminister auch wieder Gast in den Talkshows der Amerikaner. Hier scheint Szijjártó schon fast Dauergast zu sein. So ist es vielleicht doch die etwas charmant bestimmende Art des Ungarn, was die US-Talkmaster mögen. Die Einschaltquoten scheinen auch zu stimmen. Ungarns Feuerwehren kehren mit einigen Erfolgen von der internationalen Feuerwehr-Olympiade in Slowenien zurück. Zahlreiche Feuerwehrkräfte inklusive der Jugend waren zu den Wettbewerben gereist, um Ungarn zu vertreten. Pilotenstreik der EasyJet droht ebenfalls wie der Pilotenstreik der Lufthansa im August. Die EasyJet will kurzfristig alle Spanienflüge bestreiken. Bei der Lufthansa ist die Urabstimmung vorerst auf Streik ausgefallen. Hier bleibt also auch noch einiges zu erwarten. Die Budapester Industrie- und Handelskammer entwickelt derzeit Vorschläge zu neuen Teilregeln einer neuen Unternehmensform der bisherigen Kata und zur Regelung der Situationen von Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich des Kata-Gesetzes fallen. Hauptziel dabei sei vor allem, die sozialversicherungsrechtlichen Risiken zu vereinfachen und zu reduzieren, heißt es in einer Mitteilung. Ein folgenschwerer Unfall auf der Hauptstraße 61 bei Donau-Völd war. Aus bisher unbekannter Ursache überschlug sich ein PKW und blieb auf dem Dach liegen. Ein Beifahrer starb sofort bei dem Unfall, 2 Fahrgäste wurden schwer verletzt und der 72-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Vom 4. bis 7. August feiert man in Debrecen das Wein- und Jazz-Festival. Hochkarätige Konzerte mit leckeren und ausgesuchten Weinen in der grünen Umgebung des Nagyadai-Parks im Stadtwald. Insgesamt stehen 40 Konzerte auf dem Programm auf 3 Bühnen, umrandet von zahlreichen Weinständen. Lecco Festival in Chambok am 5. und 6. August. Das traditionelle Lecco-Fest spiegelt die Werte der Siedlung wider und unterstreicht die Besonderheiten des Paprika-Anbaus hier. Kulinarisch, aber auch kulturell ein interessantes Event. Fast wie ein Familientreffen, so hatte man den Eindruck bei dem Besuch gestern der ungarischen Delegation bei Ex-Präsident Trump. Viktor Orban war gemeinsam mit Außenminister Szijjártó zu einem Gespräch geladen. Orban und Trump sind in Sachen Ukraine, Krisenbewältigung derselben Meinung und unterstrichen noch einmal mehr, dass nur Frieden die Lösung der gesamten Krisenlage sei. Ungarn bekräftigte zudem bei dem Gespräch die exzellenten Kontakte zu dem Ex-US-Präsidenten und hoffen nun auch auf weiterhin gute Beziehungen mit Amerika. Im Hause Trump fühlte sich Orban fast wie zu Hause. Das Wetter in Ungarn fast schon langweilig, weil wenig Veränderung. So sehen wir auch heute die Sonne im ganzen Land. Einzelne Schleierwolken sorgen für Abwechslung am Himmel.
Das Thermometer geht im Osten auf bis 29 Grad hoch, im Rest des Landes bis 32 Grad. Nachts überall auf 16 bis 18 Grad. Die Prognosen für Donnerstag, weiterer Temperaturanstieg. Guten Morgen, Ungarn! Fakten, Infos und Aktuelles beim Frühstück.